sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! Fergus, wie ist Ihr Status? Peskovic, bei uns hier ist die Kacke am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgend so ein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Kein Witz! Ich hab das gleiche Problem. Sitze in den Trümmern fest. Peskovic, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie! Blesko, sehen Sie das Licht? Wild, das Licht aus! Yes, Sir! Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleinere Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Wenn Sie unter Wasser bleiben, sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute, bereit machen für Deckungsfeuer. Passt auf, Jungs. Jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert. Die Mehrheit der Regimetruppen ist jetzt hinter uns her. Alles klar? Was macht diese Idioten? Private Gates, melde mich zum Dienst. Ja, verrückt und unerschrocken. Willkommen im Krieg. Private, übernehmen Sie. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Und eine ziemlich eklige Wunde, Private. Kümmern Sie sich drum. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir Sir, haben schon... Sir, meine Augen tränen. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur die Nerven. Ich weiß einen Trick. Einatmen, bis vier zählen. Ausatmen, bis vier zählen. Das war's. Dass ihr nicht von verdammten Frankensteins durchgevögelt wird. Also macht euch bereit, Leute. Diesmal bringen wir es zu Ende. Und jetzt los! Los, Bewegung! Los! Wollen Sie Wurzeln schlagen? Das hier ist Krieg, kein beschissener Sonntagsspaziergang. Ein gutes Team. Wie Vater und Sohn. Also gut. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, Ihr Job ist simpel. Klettern Sie die Mauer hoch, suchen Sie im Kontrollraum die Steuerung für diese fette Tür und öffnen Sie sie. Nehmen Sie alle Waffen an sich, die Sie finden. Sie sind besser als unsere. Wir geben Ihnen von hier unten aus Feuerschutz. Sobald die Tür offen ist, gehen wir rein, kämpfen uns nach oben und treffen uns in den oberen Stockwerken. Dort suchen wir Totenkopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Hier! General Totenkopf, heute erteilt er mir eine Lektion. Ich habe Leid und Tod gesehen. Verstümmelte und gefolterte Menschen. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber solche Grausamkeit ist jetzt noch nicht. Bis wir zählen. Einatmen. Bis wir zählen. Ausatmen. Bleibst hier! Oh, auf Wiedersehen.
lange jetzt schon? 9 Wochen? Ja, Doktor. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Nein. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann den Splitter nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Da drin sieht es aus wie Rührei. Ja, Doktor. Wie Rührei. Ein seltsames Gefühl. Gefangen in meinem Körper. Dunkelheit. Ich vergeude Zeit. Die Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind. Aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin. Ich bin in Polen. Ein Krankenhaus? Nein, eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl Ihnen. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab, wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Dreckige Schweine. Tut mir leid, mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Wohin auch immer. Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Ja.
Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Nein, der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Nein! 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 Stopp! 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 Nein! Okay, ich sag's Ihnen jetzt, verdammt! Was wollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach ihnen. Nach ihnen und der Schwester. Bald werden sie hier sein. Und dann winseln sie um Gnade. Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Brezgovic. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr, denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem und schütze uns vor dem Sturm. Thank you.
Problem? Ja. Ist der für mich? Ja. Es gibt hier nur ein Bett. Ja. Würden Sie es mit mir teilen? Manchmal Weihnachten, manchmal ein Geburtstag, manchmal Zerstörung, Leid und Tod. Und manchmal braucht man einfach etwas Gutes. Stahl. Stein. Beton. Meilenweit. Gibt es überhaupt noch etwas auf dieser Welt, das sich zu retten lohnt? Verzweiflung. Tyrannei, ein endlos mächtiger Feind. Ob meine alten Kameraden noch am Leben sind. Vorsicht! Wenn ich der Letzte bin, dann kämpfe ich allein. Und ich verspreche los, euch... Los, los, dreckiges Pack! Freunde, wenn sie euch hier festhalten, werde ich euch finden und befreien. Allmächtiger, ich dachte, ich bin geliefert. Und dann kommen Sie, auferstanden von den Toten, um uns zu retten. Unglaublich. Was haben Sie gemacht, Captain Blazkowicz? Schießen, stechen und Soldaten erwürgt. Wir können uns ans Werk machen, Wyatt. Fantastisch. Dann nichts wie raus hier, ja? Hey! Du, mach die Tür zu! Also gut. An die Arbeit. Weiß jemand, wie man einen Wagen kurz schließt? Verfolgen uns, wo wir auch hingehen. Nachts wäre es leichter. Wir hätten mehr Möglichkeiten. Es ist nicht ratsam, das Hauptquartier des Wiesenau-Widerstands tagsüber aufzusuchen. Bis heute hat es keiner versucht. Aber kein Flieger am Himmel. Niemand folgt uns. Vielleicht können wir heute Geschichte schreiben. Unser Plan hat zwei Teile. Wenn alles glatt läuft, sollten wir in einem toten Winkel landen. Seid ihr alle bereit? Los! Jetzt! Laufen Sie! Das Gute am Regime ist, dass dort nur Idioten am Werk sind. Solange wir in der Gischt bleiben, sieht uns keiner. Und jetzt zu Teil 2, dem Sprung. Sobald wir unter Wasser sind, tauchen sie hinter mir her. Sie dürfen auf gar keinen Fall auftauchen. Hier wimmelt es von Wachen. Wenn sie auftauchen, sind wir tot. Also, nicht zögern. Springen Sie! Halt mich, ich friere. Max, ich mach dich runter, auch, Max. Max, ganz langsam. Wow, Captain, ganz ruhig, das ist Klaus. Er gehört zu uns. Er war mal beim Regime, aber er ist jetzt auf unserer Seite.
Aber wie ist das möglich? Wir sind im Herzen von Berlin. Mitten unter ihnen. Der letzte Ort, an dem sie suchen würden. Hören die uns nicht? Sprechen sie einfach leise, hm? Scheiße. B.J. Blazkowicz. Das war ja klar, nur Sie sind so dumm, am helllichten Tag herzukommen. Ma'am. Schön, dass du zurück bist, White. Carolina, Sie leben. Wenn man in Sackscheißen Leben nennen kann. 3 Wirbel pulverisiert. Und Sie? Schädeltrauma, 10 Zentimeter langes Schrapnell in der Rübe. Ist noch immer drin. Darm durchtrennt, septischer Schock, zertrümmertes Becken. Gedächtnisverlust, Kriegstrauma, 14 Jahre in der Klapsmühle. Schön, Sie zu sehen, William. Tja, und was können Sie tun? Für deine Sammlung, Jay. Wow, bin ich froh, dich zu sehen, Mann. Wie lang war's? 3 Monate, seit sie dich weggeschleppt haben? Hab gedacht, du wärst tot. Viele Leute, die in dem Knast landen, kommen da nie wieder raus. Echt stark. Und du hast ein paar neue mitgebracht. Sogar richtige Verstärkung. Echt cool, Mann. Ich höre interessante Dinge aus London. Ich habe einen Ordner mit dem Titel Projekt Flüsterton. Ist aber gerade verliehen an Klaus, glaube ich. Würden Sie ihn mir bitte beschaffen, Captain? Mit Ihnen auf unserer Seite können wir einiges bewegen. Hey, wegen vorhin, dass ich so auf Sie los bin. Macht der Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterton. Ah! Max! Max! Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterton Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen. Aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Max, bitte geh zur Seite. Max! Bitte, Max! Geh zur Seite. Das hier ist wichtig. Max, komm her! Komm schon! Alles in Ordnung. Alles wird gut. Alles gut. Es tut mir leid, ich hätte wissen müssen, dass er ihn genommen hat. Vielen Dank, Captain Blazkowicz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen 3 Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Ich muss 14 Stunden fahren, hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Vielen Dank für deinen Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Ich glaube, ich habe was entdeckt. Was denn, William? Uralte Artefakte. Alles hochtechnologisch. Pergament. Sieht nach einer alten Schrift aus. Das Regime scheint das Zeug rekonstruieren zu wollen. Gibt es Hinweise, woher das stammt? Dat Yishut.
Doc Abel Apostroph Abel Teer Leerzeichen Yoke Item Charlie Hau Onkel Doc. Vielleicht finden Sie was in unseren Archiven, Anja. Suchen Sie nach Querverweisen zu Dart Yishut. Wird gemacht. William, sei vorsichtig. Sie gefällt mir, Blaskowitz. Guter Fang. Nehmen Sie so viel von diesem Dart Yishut-Zeug mit, wie Sie tragen können. Wird gemacht. Alle Mann an Bord! Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Ich konnte mich kaum bewegen, musste kriechen und habe mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dart Yishut? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anja, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anja, Sie übernehmen das. Blaskowitz, was immer sie braucht, Sie helfen ihr, ja? Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dart Yishut in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Das wäre alles. Ganz los. Wyatt, ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja, ich glaube schon. Großartig. Absolut großartig. Was haben Sie da? Erkennungsmarken. Wing Commander Fergus Reed von der Royal Air Force. Hab sie mitgenommen und wollte sie zurückbringen, aber es gibt ja keine Royal Air Force mehr. Bester Pilot aller Zeiten. Verdammt guter Soldat. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Wofür denn? Für das hier. Alles, verdammt. Ich war 18 und auf einmal war der Krieg verloren. Alle guten Menschen waren tot. Auf einmal musste ich die Reste einsammeln und den Widerstand am Leben halten. Dem verdammten Regime die Stirn bieten. Meinen Sie denn, ich war bereit für so viel Verantwortung? Ich? Meine Unerfahrenheit hat so vielen Menschen das Leben gekostet. Erinnern Sie sich an Private Prendergast? Der hat alles überlebt. Verdammt zäh. Er starb meinetwegen. Ich habe ihn auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Ich wusste es nicht besser. Wing Commander Fergus Reed. Er hätte einen Plan gehabt. Er hätte so viele vor dem Tod bewahrt. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Ihre Wahl war dumm, ja! Das war sie! Sie haben einen Jungen mit der Aufgabe eines Erwachsenen betraut.
Ich hätte an jenem Tag sterben sollen, Captain. Und Fergus Reed hätte leben sollen. Ich bin kein Kind mehr, Captain. Ich weiß, wenn Fehler gemacht werden. Hier. Lassen Sie mich allein, hören Sie! Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Haben Sie im Archiv gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja. Hab etwas. Superbeton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert. Jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann, vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus, raus! Bewegung! Schaubande! Schneller! Schneller! Bitte, bitte, Frau! Sie liegt im Sterben! Fass mich nicht an! Wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. Der erste Tag ist hart, mein Freund. Lerne zu akzeptieren. Es wird nicht einfach. So lange her? Nun, ich weiß nicht genau wie lang. Wochen, Monate vielleicht. Wenige überleben lang. Ich bin in Afrika gekämpft, habe sie eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich, am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Seth Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Er ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Kleidung. Ruhe, verdammt! Such nach einem Gefangenen. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4-Uniform an, heißt Milo. Hab gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Danke. Milo.
Ich weiß, wo deine Frau steckt. Was? Wer bist du? Ich bin im selben Block wie sie. Sicher? Sie ist nicht tot? Oh Gott, sie lebt! Wenn du die Uniform mit mir tauschst, kannst du es selbst rausfinden. Okay. Schnell! Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was saufen. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blaskowitsch, sei vorsichtig da draußen. Vorsichtig. Sie, haben Sie meine Tochter gesehen? Seth Roth? Sieh dir den Riesen an. So viele Muskeln, wie für den Kampf geschaffen. Sind Sie Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten. Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so, dann retten Sie ihn und gehen Sie wie der Riese und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dat-Yishut nie zu verraten. Scheiß auf Ihren Schwur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lagerdirektorin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe daran etwas gearbeitet. Diese Maschine, sie wird von gestohlener Technologie der Dat-Yishut angetrieben. Ich kenne sie sehr gut. Nun hiermit, nicht so hinstarren. Hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore öffnen und alle Gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Und das wäre? Die Energiequelle. Also die Maschine. Das heißt, ihre elektrischen Systeme laufen mit einer detronischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturwerkstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6. Schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus. Dann können Sie es zu Block 6 schaffen. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit, schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Manchmal muss man auf andere Weise Widerstand leisten als mit Gewalt. Die kleinste Veränderung der chemischen Zusammensetzung destabilisiert das Gemisch. Die Struktur erodiert, sie schimmelt. Ah, Sicherheitssysteme? Erledigt. Wow, Riese. Wie heißen Sie eigentlich, Junge? Blaskowitsch. Blaskowitsch, ja, Blaskowitsch. Also, die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Sie können dieses Tor passieren und zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen, wo das Kommandogebäude liegt. Schleichen Sie rein und holen Sie die detronische Batterie. Bitte beeilen Sie sich, bevor jemand merkt, was Sie getan haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Was meinen Sie? Viel Glück. Ein Saboteur! Doch woher kenne ich den bloß? Der kommt mir auch bekannt vor. Ja, der Nachtzug! Meine Güte, du hast recht. Seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut. Sofortige Liquidierung von ihm und allen Insassen von Block 4. Das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine, die an einen Aufstand gedacht haben. Alarmieren Sie Herrn Faust. Dabei muss ich nicht zusehen, oder? Der Gestank dieses Ortes. Mach, was du willst. Was hast du dir dabei gedacht, du einfältiger Idiot? Die Batterie! Haben Sie sie? Ja. Aufstehen!
dich! Die Dati Shud sind eine uralte, mystische Gruppierung. Über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten, oder? Nein, nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dati Shud entwickelt haben, ist allem, was Sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben Hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte, manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen, unglaublichen Erfindungen, Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief im Atlantik. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Scheiße. Aber wir können doch nicht einfach so losgehen und ein gottverdammtes U-Boot klauen, oder? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Kriegen Sie das hin? Madame, ich bin ein Ingenieur der Dati Shud. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blazkowicz, Sie helfen ihm dabei, ja? Sie fassen mein Baby nicht ohne meine Erlaubnis an, Soldat. Halten Sie sich lieber an Ihre Waffen und ans Töten. Was ist mit Ihnen? Warum machen Sie nicht mit und kämpfen? Welchen Kampf denn? Ihren vielleicht? Ihre Befehle kommen vom Establishment, von dieser gottverdammten US-Regierung. Was für ein Trip. Der Krieg kam und sie rief um Hilfe, hat mein Vater in den Krieg geschickt und nicht wieder zurückgegeben. Die Bombe fiel auf unsere Städte und die Regierung rannte davon, gab auf, verdammt nochmal. Das Regime wollte, dass sie auf die Knie geht. Und sie beugte sich und küsste ihm den Hintern, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Ich musste einen Ozean überqueren, um dort wegzukommen. Sie hätten mich umgebracht, wie so viele andere. Das alles hat nichts mit mir zu tun. Ich habe für ein anderes Amerika gekämpft. Wirklich? Ich war noch klein und meine Mutter wollte mit mir ins Kino gehen. Aber wir mussten durch den beschissenen Eingang für Farbige. Ich wollte einen Hotdog und eine Limonade, aber da stand, dieses Establishment bedient keine Schwarzen. Sie sind ein Patriot? Ein blonder Marine, der gegen das Regime kämpft, doch noch immer eine Marionette der Regierung. Genau die Sorte, die früher gelyncht hat. Sie kapieren's nicht, oder? Vor all dem hier. Vor all dem hier. Vor dem Krieg, bei uns zu Hause, Mann! Verdammt, ihr wart das Regime! Passen Sie auf, was Sie sagen! Gewalt. Die Sprache des Establishments. Kapieren Sie es nicht? Wir sind alle Brüder und Schwestern, oder nicht? Hey, Soldat! Spielen Sie? Mund auf. Was ist das? Thank you.
In diesem Moment erkannte ich, wozu ein Feuergeist imstande ist und wie die Welt uns ihren Rücken zukehrt. Ich war ganz allein auf dieser Reise und in diesem Moment lag ich Gott zu Füßen. Alles klar, Captain? Ich suche das Schweißgerät. Haben Sie es gesehen? Oh ja, als ich das kaputte Geländer über dem geheimen Brunneneingang repariert habe, ist es mir ins Wasser gefallen. Ich hab's noch nicht wieder rausgeholt. Vielleicht schaffen Sie es ja. Entschuldige. Ich meine, ich will dich nicht aus deinen Träumen reißen, aber ich muss durch die Tür. Oh, bitte. Ich möchte lieber nicht daran denken, woran ich jetzt denke. So schlimm, hm? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, der muss eigentlich einen Sprung in der Schüssel haben. Aber warum habe ich keinen? Oder habe ich einen und hab's nicht mitbekommen? Wir verändern uns alle, wer wir auch sind oder wo wir herkommen. Fest steht, wir beide müssen den Gefahren trotzen. Müssen es bis auf die andere Seite schaffen. Und das Regime stürzen. Und das Regime stürzen. Wir werden gemeinsam einen trinken, wenn es soweit ist. Verlass dich drauf. William. Hast du einen Augenblick? Hast du Blaskovic gesehen? Schon wieder. Mein Gott, was ist nur los mit diesen Leuten? Ich will es. Mit dir. So wie jetzt. Einfach immer. Es wird so kommen, William. Ganz bestimmt. Seid ihr bald fertig da drin? Wir müssen los. Aber nicht heute. Hören Sie zu, Blaskovic. Von Ihrer Position aus. In der Kanalisation. Die Eingeweide der Stadt. Und tiefer unten die Katakomben von Berlin. Ein gewaltiger Komplex. Der sicherste Ort Berlins. Das zentrale Munitionslager des Regimes. Was wir alles mit diesen Waffen bewirken können. Aufstellen. Eine echte Revolte. Dieser Zugang ist durch Wasser versperrt. Es führt keinen Weg hinein. Es gibt nur eine Möglichkeit, dort einzudringen. Ein Tunnelgleiter. Das Regime benutzt sie hier unten zu Wartungszwecken. Wir haben Jahre gebraucht, um ihn einsatzbereit zu machen. Pünktlich wie die Eisenbahn, Captain. War doch ein Spaziergang, oder? Nein. Okay, nun, ich mach mich an die Arbeit. Ein Bekannter von mir macht die Transportfahrten zu den Schiffswerften. Alles klar, Horst? Du, nimm nicht zu viele Kisten, sonst merken sie, dass etwas nicht stimmt. Ja, klar. Die versorgen die U-Boote des Regimes in Europa mit Torpedos. Verstecken sie sich in diesem Torpedo hier. Horst schmuggelt ihn ins Hauptlager. Und sie wachen in einem U-Boot wieder auf. Sobald das U-Boot uns gehört, fahren wir damit zu Sets Versteck. Und falls Ihnen Matrosen in die Quere kommen, Peng Peng, gute Nacht. Luftlöcher. Okay, Johnny. Und dann mal rein in den Torpedo. Wenn Sie an Bord des U-Boots sind, bringen Sie dieses Ding in den Funkraum und lassen Sie die Antennenboje steigen. Wir brauchen Funkkontakt. Verschwinden die Träume. Sie sind weit weg. Im Moment vermisse ich nur das Licht. Katze im Sack. Sack im Wasser. Woo! Sehr gut, Captain. Wir sind in der Luft. Bitte halten Sie den Kanal offen, damit wir Ihr Signal anpeilen können. Hey, Captain! Sie haben die Hammerfaust entführt! Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes! Und das Beste? Da ist eine Atomwaffe an Bord! Eine beschissene Atomkanone! Was für ein Abgang, dieser U-Boot-Kapitän! Wollte eher sterben, als sein Schiff zu übergeben. Hat die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone mitgenommen. Sie funktioniert nicht. Mit normaler Munition schon, aber nicht mit Atomsprengköpfen.
Warum reden Sie nicht mit uns, Herr Kapitän? Warum so leblos? Mit diesen Codes hätten wir direkt vor Totenkopfs Haustür fahren können. Seine ganze Basis auslöschen, ihm ein Ende setzen. Dann suchen wir eben die Entschlüsselungscode. Da liegt das Problem. Auf der Erde gibt es keine Entschlüsselungscodes. Sie werden in der Mondbasis des Regimes aufbewahrt. U-Boot-Kapitäne müssen sie auswendig lernen. Die Mondbasis ist die am schwersten bewachte Einrichtung des Regimes. Dort finden streng geheime Forschungsarbeiten statt. Ich fliege zum Mond. Da war ich noch nicht. Caroline und Anja arbeiten im Hauptquartier an einem Plan. Gott sei Dank, wir sind da. Da. Das ist ein Prisma der Dati-Shoot, das ihren Laser auf die richtige Frequenz einstellt. Jetzt müssten Sie die Magnetspulen laden können. Sehen Sie sie? Dort oben. Bitte kommen, bitte kommen. Ich höre Sie, Caroline. Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja, es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopfs neueste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfangen, den Chefwissenschaftler schnappen, seine Ausweispapiere stehlen und Blaskowitsch damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Hey, Sie haben gesagt, wir werden diesen Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Wie wollen wir das machen? Am besten würde sich die Gibraltarbrücke eignen. Ja je, und wie stoppen wir den Zug? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen, Torsionsbombe. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug fährt bereits. Wow. Tut mir leid, wenn Sie dieses Ding haben wollen, Captain. Das gebe ich nicht mehr her. Überlassen Sie es Caroline. Die Papiere. Und jetzt? Wir müssen uns beeilen. Die Mondfähre startet heute Abend vom London Nautica. Sie brauchen da oben Ihre Ausrüstung. Aber Sie müssen sie als Gepäck aufgeben. In die Kabine dürfen Sie sie nicht mitnehmen. Sie dürfen nicht auffallen. Du brauchst eine Rasur und einen neuen Haarschnitt. Und eine Mütze schlafen. Gepäckstücke sichern, Sicherheitsbögen schließen, zurücknehmen und auf den Stand gehen. Wenn Sie auf dem Mond angekommen sind, müssen Sie Ihre Ausrüstung aus dem Gepäckbereich holen und dann die Entschlüsselungscode suchen. Caroline, Anja, hört mich jemand? Bitte kommen, Blaskowitsch. Können Sie das Signal verstanden? Blaskowitsch, können Sie mich hören? Wie ist Ihr Status? Tja, ich bin hier auf dem scheiß Mond. Was für ein Großmaul. Ich mach das mit Seife aus. Also, Blaskowitsch, das Ziel sind die Entschlüsselungscodes der Atomkanone im Kommandomodul. Um zum Kommandomodul zu gelangen, brauchst du einen Raumanzug. Damit solltest du durch die automatischen Sicherheitssysteme kommen. Jawohl. Sei vorsichtig, William. Ich erinnere mich an diesen Moment, damals im Lager. Ich kannte sie gut. Zäh, mit eisernem Willen. Keine Familie mehr, alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben. Sonst ist kein Platz für Fragen, zum Lernen. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben Sie. Ich frage mich, was für ein Gott so viel Leid zulässt. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Vielleicht will er uns prüfen.
Möglich. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Okay. Ich drucke jetzt die Entschlüsselungscodes aus. Sie haben es geschafft, Blazkowicz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Ziel? London Nautica. Kommandozentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Ich habe die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Captain Blazkowicz. Ich weiß viel über Sie. Wir haben denselben Namen. Sie und ich. Wilhelm. William. In Amerika nennt man mich Deathhead. Gefällt mir nicht. Ich bin ein glücklicher Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ. Sagen Sie es richtig. Einmal sagen Sie es korrekt. Totenkopf. Captain, bei uns sieht es übel aus. Überraschungsangriff. Konnten Sie nicht abwehren. Alle sind weg. Ich habe das tragbare Funkgerät. Sie sind hier drin. Und jetzt in den Wagen. Wir müssen fahren. Wir stecken ordentlich in der Scheiße, Johnny Cowboy. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig nach Hause. Berlin. Bitte kommen, Berlin. Wie ist Ihr Status? Sieht übel aus, Captain. Halten noch durch, aber nicht mehr lange. Totenkopfsleute sind überall. Ihre alte Freundin Frau Engel befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Caroline und ich. Wir verstecken uns im Hubschrauberhangar. Sitzen hier fest. Vollständig umzingelt. Hier geht's drunter und drüber. Hab die anderen verloren. Sind entweder tot oder verstecken sich. Sie werden uns alle finden. Ist nur eine Frage der Zeit. Sie kommen hören, Mann. Bin echt richtig froh, Sie wiederzusehen. Blonder Patrioten, Marine, Mann. Sie sind echt der einzige Gitarrenspieler, den ich kenne, Mann. Ich muss weiter. Wyatt und Caroline finden. Wollen Sie nicht mitkommen? Ich fühle mich hier wohl. Ziemlich in die Enge getrieben. Danke fürs Angebot, aber ich bin schon mein ganzes Leben auf der Flucht. Hab die Stille echt satt. Schon klar, wenn ich tot bin, ist es bis zum Ende der Zeit still, aber dieser Moment, genau jetzt, wird dafür mächtig laut. Komm schon, mach hin, Mann!
weißt du das? So ein guter Junge. Und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Hab keine Angst. Wir sind alle allein. Immer. Auch wenn es nicht so aussieht. Jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen. Ich wünschte, du könntest sie sehen. Die Kraft und die Stärke in dir. Max! Max! Hass! Hass! Max! Es ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, wofür man eigentlich kämpft. Es ist soweit. Nach dem, was wir über Totenkopfs Basis wissen, werden die Gefangenen in den unteren Etagen bei den Versuchslabors festgehalten. Der richtige Moment ist dabei entscheidend. Wir haben jetzt die Entschlüsselungscodes. Wir nähern uns unter Wasser, tauchen erst kurz vor der Basis auf. Sie zerstören die Außenmauer mit der Kanone und dringen in die Basis ein, so schnell wie sie nur können. Nun, sie werden das Feuer erwidern, deshalb müssen wir schnell abtauchen, um größere Schäden zu vermeiden. Dann bringen wir das Boot auf sichere Entfernung. Wenn sie drin sind, dringen sie in die unteren Stockwerke vor. Befreien sie die Gefangenen, wir schicken den Hubschrauber rein. Sind alle dann sicher in der Luft, machen wir die Sprengköpfe scharf, zünden die Atombomben, ebnen alles ein. Wegen Totenkopf vom Erdboden. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Max Haas! Dann verschwinden wir. Es muss auf dieser Welt auch noch einen Ort geben, wo man leben kann und wo man glücklich sein kann. Ganz bestimmt. Aber nicht für dich, Andrej. Was machen Sie denn da drin? Einen alten Freund besuchen? So einen Besuch habe ich wirklich lange nicht mehr bekommen. Wir sind uns schon begegnet, aber heute ist es sicherlich das letzte Mal. Captain Blazkowicz. Noch immer am Kämpfen, nach all den Jahren. Ich erinnere mich an Ihren Freund. Zu gerne tue ich das. Und wie... Wie ist das bei Ihnen? Bei
bei dieser Arbeit ist man leicht anfällig dafür, Mitleid zu empfinden. Wir müssen lernen, dass es nur ein nutzloser Instinkt ist. Völlig unpassend für unseresgleichen. Hoch! Hoch! Auf die Platte! Menschen wie Sie, Ihr Geschäft ist Tod und Zerstörung, doch bedenken Sie eins. Am Ende werden wir gemessen nicht an dem, was wir zerstört, sondern geschaffen haben. Fergus. Oh. Begreifen Sie das Wunder darin, die Intelligenz des menschlichen Gehirns zusammengeführt mit der Effizienz und dem Gehorsam der Maschine. Fergus. Stecken Sie da dran? Alles gut. Gefangen in dieser Drecksmaschine. Keine Kontrolle. Beenden Sie es. Bitte. Lassen Sie mich sterben. Wir sehen uns bald, Fergus. An einem besseren Ort. Gute Wahl, Captain Blazkowicz. Das ist ein guter Jahrgang. Bis 14. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Ich werde nie vor Ihnen niederknien. Oh Gott, dann erledige ich Sie im Stehen. Captain, wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Eine mächtige Frau mit Fackel. Deren Flamme der eingefangene Blitzstrahl ist. Und die Name Mutter der Verbannten lautet: Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren. Den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme Getriebenen. Hören Sie mich, Captain. Kann ich feuern? Feuerfrei. I believe that the stars